Hi, in diesem Video zeige ich dir, wie du an den Glockenschlüssel kommst, um durch diese Tür und an die Blaupause dahinter ranzukommen. Und zwar gibt es einen ganzen Glockenturm, insgesamt 4 Glocken. Und wenn du sie anhaust, dann machen die halt Geräusche. Die einen hellere, die anderen dunklere Klänge. Und deine Aufgabe ist es jetzt einfach, die Glocken so zu ordnen, dass du sie dann vom dunkelsten, also dem tiefsten Ton, bis zum hellsten, also dem höchsten Ton, anschlagen zu können. Das alles musst du in einer gewissen Zeit machen, also spute dich da lieber ein bisschen und nutze auch die Teleporter. Und wenn du die Glocken dann schnell genug in der richtigen Reihenfolge angeschlagen hast, dann bekommst du einen Glockenschlüssel und kannst dir dann hier diese Blaupause holen, was immer der Bestrafungsschild ist. Dieser kostet dann 100 Zellen und fügt allen Gegnern in der Nähe bei einem geblockten Angriff Schaden zu. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Wenn ja, lass ein Like da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.